Hi. Ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen quatschen wieder, weil das Wetter ist so kacke, man kann draußen nichts machen. Also zumindest nichts, was jetzt mit Kamera gehen würde. Von da an einfach mal wieder quatschen. Denkt sich der Vogel auch gerade so. Ja, wie immer halt, ne? Kaum ist die Kamera an, werden die Tiere aktiv. Aber egal. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das alles so in letzter Zeit mitbekommen? Also zum einen das Video von Rezo, das Hammer. 55 Minuten, aber echt krass recherchiert. Und das hat ja auch mächtig Kreise gezogen. Also wurde ja auch irgendwie im Spiegel Online irgendwie zur Anschauung genommen. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich auf Twitter gesehen, dass da ziemlich dämliche Kommentare dann geschrieben worden sind. Aber okay. Ich finde das nur noch erschreckend. Also, wie quasi von außen Politik gemacht wird und boah, naja, und wie unwissend unsere Politiker zu sein scheinen. Krass. Also, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich werde da jetzt keine große Meinung zu machen. Ich erwähne sowas ja auch nicht im Titel, so meine Meinung zu Rezo, weil das ist ja überhaupt nicht das, was ich machen will, jetzt mit fremden Leuten Videos irgendwas abgreifen. Aber das ist ein anderes Thema, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja, also wie gesagt, das finde ich schon ziemlich krass und das jetzt quasi durch das Video und durch Kommentare auf Twitter dann auch noch rausgekommen ist, dass große YouTuber quasi von den Medienanstalten angegangen worden sind wegen Videos, die sie zu Artikel 13 gemacht haben. Ey, in was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Mann, Mann, Mann. Naja, trifft uns Kleine ja zum Glück nicht. Anderes Thema ist, ja, ich habe mich mit Angie unterhalten und es ging irgendwie darum, so, ja, um unsere Abozahlen, weil die ja immer so schwanken, hoch, runter, und sie so, ja, wir müssten jetzt mal wieder was tun, dass man mal wieder ein paar neue Abonnenten bekommt. Also sie ist da schon an dem Kanal schon echt gut mit dabei, also sie sagt da ihre Meinung oder auch das Video, was wir jetzt hier beim Essen gemacht haben. Das war eine Idee, die haben wir quasi zusammen auf der Couch ausgesponnen. Also ein Großteil kam da auch von ihr. Und also sie ist da mehr beteiligt, als man vielleicht von außen denkt. Aber ja, deshalb hat sie natürlich auch immer so ihre eigenen Meinungen. Dann hat sie neulich so gesagt, ein paar neue Abonnenten wäre mal wieder okay. Und dann habe ich gesagt, ja, ist halt schwierig, weil ich mich so dagegen sträube, jetzt so knallhart Clickbait zu machen oder ja, sei es nur drum, aktuelle Sachen mit in den Titel reinzunehmen. Ne? Also ich habe jetzt ja relativ neu die 360-Grad-Kamera. Da habe ich quasi nur im Video erwähnt, ja, die habe ich jetzt und ich hätte das ganz anders aufmachen können. Ich hätte natürlich einen Titel schreiben können, meine neue Insta 360 One X und bla bla bla, meine Erfahrungen und sowas. Das Ding wäre 100.000 Mal besser geklickt worden als so. Und mit Glück wären wahrscheinlich auch ein paar Abos hängen geblieben, aber ich tue mir damit so unheimlich schwer. Klar will ich auch irgendwann mal die 1.000 schaffen, aber ich weiß nicht. Also einerseits, ich weiß, wie YouTube funktioniert. Ich weiß, dass es nur so funktioniert, dass man quasi solche Sachen macht und in den Titel quasi die wichtigsten Sachen reinhaut, Markennamen und was weiß ich, damit Leute, die danach suchen, das Video auch finden. Dass die so ein Video nicht finden, wenn da steht die Brücke oder was weiß ich, ist klar. Aber wie gesagt, ich tue mir damit im Moment so ein bisschen schwer. Und Angie hat gemeint, probier es doch einfach mal aus. Mach doch einfach mal ein paar Videos und mach die Titel aggressiver und
leg's mal drauf an, Klicks zu bekommen und vielleicht ein paar neue Abos zu bekommen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das mal machen sollte. Wäre vielleicht mal interessant zu wissen, ob das wirklich dann so funktioniert. Müsste mal ausprobieren. Andererseits möchte ich natürlich andere Leute, die jetzt meinen Kanal abonniert haben, gerade weil ich das nicht mache, sondern weil ich halt einfach nur freischnauze das mache, worauf ich Bock habe, möchte ich natürlich nicht verschrecken, wenn ich dann da plötzlich reinschreibe so, ja, das und das und das und bla 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 und sehr reißerisch bin und die dann sagen so, ey, was geht denn mit dir ab plötzlich? Die möchte ich natürlich nicht verschrecken. Deshalb ein bisschen zwiegespalten. Das wäre mal wieder sowas für die Kommentare. Neues Thema, neuer Platz. Nein, ja, was mich so im Moment auch so ein bisschen unzufrieden macht, ist, dass ich so wieder mal selber den Arsch nicht hochkriege. Also jetzt gerade, wenn es ums Laufen geht oder so. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal laufen war. Und einerseits fehlt es mir und ich sag mir so jeden Tag so, ey, morgen fängst du aber wieder an. So, und dann, wie heute Morgen zum Beispiel, ich liege im Bett und höre draußen, Regen prasselt aufs Fenster. Und denke ich mir so, ja, nee, dann vielleicht doch nicht heute. Es gab eine Zeit, da wäre es mir scheißegal gewesen, ob es regnet oder ob es nicht regnet. Ich wäre gelaufen. Und das möchte ich irgendwie, da möchte ich gerne wieder hin. Also, ich möchte mich nicht unter Druck setzen, aber ich weiß, dass es mir Spaß macht. Und ich frage mich, warum schaffe ich es im Moment nicht? Ja, Fragen über Fragen. Aber ich wollte mich ja eigentlich nur kurz melden. Habe ich so mitgetan. Ich weiß nicht, ob bis zum Wochenende noch ein Video kommt. Aber ja, Wochenende. Es gibt noch eine Familienfeier, sage ich mal. Und am Sonntag sind Wahlen. Ganz, ganz wichtig. Ich kann es nicht oft genug sagen. Geht wählen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Und ja, das soll es dann von hier erstmal wieder gewesen sein. Kleines Lebenszeichen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt. Ich mache das jetzt mal wetterabhängig, weil ich eigentlich keinen Bock habe, hier groß was aus meiner Wohnung rauszumachen. Ich könnte höchstens mal, wenn das Interesse besteht, ein bisschen mehr auf die 360-Grad-Kamera eingehen, weil da einfach, sag ich mal, öfter mal in den Kommentaren was zu lesen war, so, oh, coole Kamera, bla bla bla. Also wenn euch das interessiert, ja, schreibt mir das gerne auch, dann gehe ich vielleicht mal ein bisschen näher auf das Teil ein, als es zu zeigen und so, ich habe es jetzt, sondern vielleicht kann ich dann da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Würde ich aber halt nur bei Interesse machen. Gut, ja, soweit von mir. Es war jetzt schon wieder hinten raus, 2 Minuten gelabert, was ich gar nicht machen wollte, aber egal. Ja. Ihr hört mich ja manchmal gerne reden. Alles klar. Dann sehen wir uns, ich weiß nicht genau wann, aber wir sehen uns. Bis denn. Ciao. Thank you.